Okay, viele Tentakel. Will be safe in the moon. Aura der Furcht passiv. Bei dem Wirkungsbereich verschreckt. Okay. Töte 10 Feinde mit Drachenschlundschild, um die nächste Stufe freizuschalten. I'm here. Was sagt er da? Diese Dinger haben es wirklich auf uns abgesehen. Zumindest sind wir im Mond in Sicherheit. Absolutely. Ach, wenn wir im Mond drin sind, ja. Hallo? Hallo? Noch zwei augenlose Hämmer? Wie können die mich eigentlich sehen, wenn sie keine Augen haben? Die Kerle sind wirklich nicht sonderlich gefährlich, muss ich sagen. Okay, die Steinbrecher schon eher. Du kannst hinter dem Eis undeutlich die Silhouette des Augenlosen ausmachen. Okay. Was wird eigentlich über das Schiff gesagt? Bei diesem alten Fischerboot wurden am Bug die Planken entfernt. Noch ein Steinbrecher. Hatte der eigentlich schon jemanden getötet? Nö. Au. Can't get a good shot with this. Haben wir gegen diese Dinger nicht schon gekämpft? Certainly. Ja, jetzt wären wir hier, wo wir über die Eisschollen hätten hüpfen können. And what does the flame reveal? Gut, hier stehen aber mehrere rum. Komm, rufen wir mal die Kanonen zu Hilfe. Okay, das hat nicht wirklich viel geholfen. Back where you came from!
mehr Augenlose, nimmt das kein Ende. Nur doch, wenn ich jetzt da drin reingehe, höchstwahrscheinlich. Eingefrorene Augenlosen. Eisschollen, ja. Weißmark. Muss ich jetzt hier noch einen Endboss besiegen, höchstwahrscheinlich. Oh, das ist hier auch noch mal größer. Und ja, hier drin kann ich nicht, was Sinn macht, keine Artillerie rufen. Nicht, dass mir die Artillerie jetzt auch viel geholfen hat. Ondras Haar. Wassersäulen steigen aus dem Becken vor dir auf. Sie winden sich und zucken und wirbeln Luft umher. Du kannst nur Ondras. Das kann nur Ondras Haar sein. Wenn auch deutlich kleiner als Seeleute es berichten, die das Pech haben, dieses Phänomen auf dem offenen Meer zu begegnen. You have done well to have come so far. I confess I was not certain you would make it. Du hast es so weit geschafft. Dass du es so weit geschafft hast, ist beachtlich. Ich muss gestehen, ich war mir nicht sicher. But I do not wish to give false hope. The greater challenge remains in front of you. Aber ich will dir keine falschen Hoffnungen machen. Die größte Herausforderung liegt noch vor dir. Ich bin bereit. Die Augenlosen müssen aufgehalten werden für das Wohl des Dürrwalds. Running through the core of this rock is a large growth of crystal. You will know it when you see it. Durch den Kern dieses Felsen verläuft eine große Kristallader. Du erkennst sie, wenn du sie siehst. A blow to the crystal would reverberate through the walls of this place. Strike it enough and the entire structure would crumble. The eyeless would be buried. Ein Schlag gegen den Kristall würde durch die Mauern hier hallen. Schlägt man hart und oft genug dagegen, zerbröckelt das gesamte Gebilde. Die Augenlosen würden begraben werden. Of course it would take a person years to cause enough damage. Natürlich würde es Jahre dauern, ausreichend Schaden anzurichten. Aber nicht mit der Hilfe der Augenlosen. Then you know what must be done. Dann weißt du, was zu tun ist. Strike the crystal with Abaddon's hammer. The eyeless will wake and come to its call. Join in striking the crystal. Schlag mit dem Hammer gegen Abaddons Kristall. Die Augenlosen werden erwachen und seinem Ruf folgen und ebenfalls gegen den Kristall schlagen. They will cluster together and bury themselves. Sie werden sich zusammenrotten und sich selbst begraben. I have realized it is best that they should be ended, for within each of them is a small piece of Abaddon himself. Upon their deaths, those fragments and the memories they contain will be safely dispersed. Ich habe erkannt, dass es am besten ist, ihnen ein Ende zu setzen, denn jeder von ihnen trägt ein kleines Stück von Abaddon selbst in sich. Bei ihrem Tod werden diese Fragmente und die darin enthaltene Erinnerung ohne Gefahr zerstreut. Ich hatte nicht bedacht, welche Gefahren es mit sich bringt, sie gewähren zu lassen, bis eine Wächterin in meiner Abtei erschien. Worauf warten wir dann noch? Moment, ich soll noch mehr von ihnen aufwecken. Was verschweigst du mir? Herr, wer sagt, dass die Götter starre Ideologen wären. Was verschweigst du mir? A single strike upon the crystal will not be enough. The eyeless respond only as long as the hammer rings. Ein einziger Schlag gegen den Kristall wird nicht ausreichen. Die Augenlosen antworten nur, solange der Hammer schlägt. You will need to remain until their work is complete, wielding the hammer until the walls come crumbling down. Du wirst bleiben müssen, bis die Arbeit getan ist, und den Hammer schwingen, bis die Wände zu einzustürzen beginnen. What? But that would mean... Oh. Was, aber das würde bedeuten, oh. Ich soll hier sterben, alles hat ein Ende. Ich vertraue darauf, dass es nun einmal das ist, was getan werden muss. Das hätte es auch früher erwähnen können. Wenn die Augenlosen nicht aufhören, bis ich tot bin, kann ich den Gefallen ebenso gut erwidern. Ich schwöre vor dir und allen Göttern, dass du dafür bezahlen wirst. Ich vertraue darauf, dass es nur einmal das ist, was getan werden musste. Alles hat ein Ende. Nehmen wir die drei. The eyeless cannot be reasoned with or fled from. One day not far from now, they would kill you and level the Deerwood.
Man kann die Augenlosen weder zur Vernunft bringen noch vor ihnen fliehen. Eines nicht allzu fernen Tages würden sie dich töten und den Dürrwart dem Erdbogen gleich machen. You have seen what they will do. This is the way you can stop them. Du hast gesehen, was sie tun werden. Auf diese Weise kannst du sie aufhalten. And the truth is that you are marked by the Eyeless for a reason. It would be better for all if the things you have seen were forgotten. Und die Wahrheit ist, dass die Augenlosen dich nicht ohne Grund zum Ziel auserkoren haben. Es wäre für alle besser, wenn die Dinge, die du gesehen hast, vergessen werden würden. A tidy ending for the Sea Queen. But we'll write our own, right? Pah, ein jämmerliches Ende für die Meereskönigin, aber wir werden uns das eigene schreiben, nicht wahr? Crushing's a bad way to go. Maybe we should just hang ourselves. Zerdrückt zu werden ist kein schöner Tod. Vielleicht sollten wir uns einfach erhängen. Die Wassersäulen fallen mit einem kleinen Platschen plötzlich wieder in das Becken zurück. Das Becken beruhigt sich, als du hineinblickst, siehst du nur die Gesichter von dir und deinen Gefährten. Allein und verdammt. I shall be quiet as a calm sea. Mehr Augenlose, nehme ich an. Which is... Yeah! Ach, ich habe den sogar vernichtet. Gewehrtalent zerstöre Augenlose bei kritischem Treffer. Okay. Das kann ich nachvollziehen. I shall be discreet. Au, also jetzt machen sie aber Schaden auf einmal. So viel dazu, dass es im Mond sicher wäre. Den Krallensprung und Schuppen am Rand dieses Becks nach so sein, wird es regelmäßig von Lagofe verwendet. Du siehst hier die Tiefen des kalten, düsteren Wassers etwas schwimmen. Edea schicken. Edea taucht in das Wasser und spürt sofort die bittere Kälte. Das Wasser ist ruhig, aber wer keine starke Konstitution besitzt, wird stark leiden, wenn er sich mehr als einige Augenblicke drin aufhält. Auf das glänzende Licht tauchen. Edea schüttelt die bittere Kälte ab und taucht in Richtung des Lichts, das in der düsteren Tiefe der Eishöhle aufblitzt. Edea findet rasch einen Schatz der Lagofev, darunter zahlreiche Münzen und ein paar erstaunlich gut erhaltene Plattenbeinschienen. Leider hat er einen Ruhm von Lagofev bemerkt, dass ihr Schatz gestört wurde und kommt angeschwommen. Sich vor dem Lagofev zu verstecken wird schwierig, aber ihn davon zu schwimmen wäre nur mit phänomenaler Athletik möglich. So schnell wie möglich an die Oberfläche schwimmen. Edea stößt sich vom Grund der höchsten Eishöhle ab und beginnt in Richtung der Oberfläche zu schwimmen. Leider ist es selbst unter idealen Bedingungen äußerst schwierig, einem Rudel entschlossener Lagofev dazu zu schwimmen. Eine der Beine von Edea wird bei der Flucht aus dem Becken grauenhaft verstümmelt. Wenige Augenblicke später schießen zornige Lagofev aus dem Becken. Plattenbeinschienen. Schwerer Schadensgeschütz, schwache Zauberbindung. Rüstungsgeschwindigkeitsmalus.